Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, DAX, momentan sehr spannend oder auch nicht. Ich habe hier mal einfach ein etwas längerfristiges Bild gezeichnet vom DAX und da sehen Sie, der bewegt sich in einem relativ breiten grünen Aufwärtstrendkanal aufwärts, der ist völlig intakt. Da brauchen wir über eine Trendwende nach unten nicht zu spekulieren, solange das so ist. So, Unterkante dieses Aufwärtstrendkanals liegt momentan bei 7500 Punkten. Tendenz logischerweise steigend. DAX heute bei 8000 Punkten. Er hätte also noch 500 Punkte Luft nach unten, ohne dass sich an diesem Aufwärtstrendkanal was ändern würde. So, momentan sieht es danach aus, als würde der DAX diese 500 Punkte nach unten auch ausreizen wollen. Es gab in den letzten Tagen eine Möglichkeit, diese Korrektur von der 50-Tage-Linie aus abzubrechen, direkt nach oben durchzustarten. Die wurde nicht genutzt. Heute wird diese Unterstützung der 50-Tage-Linie zunächst nur leicht unterschritten, aber das ist immer so ein erster Hinweis darauf, dass es demnächst dann doch wohl zu einem Durchbruch kommen könnte. So, jetzt zoomen wir uns mal in dieses Kursgeschehen hier rein. Und da sehen Sie diese rote Korrektur-Abwärtstrendlinie, ähnlich wie hier im März, April. Die ist völlig intakt. Solange die intakt ist, geht es abwärts. Und die Indikatoren sind auch noch nicht im überverkauften Bereich angekommen, also wenigstens hier unten. Wo man zwingend von einer Gegenbewegung ausgehen müsste. Das heißt, diese ganze Korrektur kann uns noch einige hundert Punkte abwärts begleiten. Zumindest bis hier in dem Bereich 7,5, 7,6 vielleicht. Dort wartet dann eine steigende 200-Tage-Linie und eine steigende Aufwärtstrendlinie darauf, den Index zu stabilisieren. So, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, aus irgendwelchen Gründen, Panik, automatische Handelssysteme, was weiß ich, dass diese Marke bricht. Und für den Fall habe ich ein, sagen wir mal, ein charttechnisches Schmankerl für Sie. Das ist hier. Hier ist diese Marke. Wenn die bricht, dann dürfte es in einem Rutsch bis auf etwa 7200 Punkte abwärts gehen. Wenn die Panik dann nicht vorbei ist, dann auch direkt weiter abwärts in Richtung 6000. Möglich macht es diese Formation hier, diese blaue. Das nennt man Broadening Top oder Trompetenmuster. So ein Muster entsteht meistens dann, wenn ein Markt restlos überspekuliert ist und die breite Masse versucht, am Hoch noch schnell reich zu werden. Das heißt, ein Index bewegt sich aufwärts und die Volatilität nimmt dabei immer zu. Rücksetzer werden relativ schnell wieder aufgefangen, zumindest eine Zeit lang. Dann gibt es ein Überschießen nach oben, also auch relativ typisch für diese Formation. Eine große Bullenfalle, wie wir die jetzt gesehen haben, im Mai. Überschießen nach oben. Dieser Überschuss nach oben wird aber verkauft, umgehend. Und dann war es das zunächst erstmal mit dieser gesamten Rallye. Das ist momentan nur eine Möglichkeit, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, falls die 7500 beim DAX brechen sollte. Diese Möglichkeit ist relativ unwahrscheinlich. Es ist also ein Muster, was selten ist und mit dem wir uns derzeit noch nicht beschäftigen müssen. Man sollte es nur im Hinterkopf haben, dass es diese Möglichkeit gibt. Denn wenn dieses Muster sich tatsächlich ausspielt, dann ist auch eine 6000 möglich und tiefer. Wir hatten ansatzweise mal im Frühjahr 2012 so ein ähnliches Muster. Hier können Sie auch so eine Trompete einzeichnen. Da ist dann eine Schulterkopf-Schulterformation mit schräger Nackenlinie draus geworden. Und der DAX hat nach Auslösung dieses Musters noch ganz ordentlich korrigiert. Wenn das jetzt wieder passieren würde, dann würden wir bis Ende Juni auf etwa 7200 Punkte fallen, dann würde es bis etwa 7800 eine Gegenreaktion geben, die rechte Schulter sich ausbilden,
Und dann würde der Index irgendwo zwischen, wenn dieses Ausmaß ähnlich groß wäre wie im letzten Jahr, im letzten Frühjahr, dann würde der Index irgendwo hier zwischen 5.500 und 6.000 Punkten versuchen, wieder einen Boden auszubilden. Ob das gelingt, steht natürlich dann auf dem anderen Blatt. Das ist also das bärische Szenario, dass wir es hier mit einem Trompetenmuster zu tun haben, welches sich in den nächsten Wochen komplettiert. Es ist ja noch nicht fertig. Es ist ja nur bisher nur ansatzweise sichtbar. Und dann werden wir munter bis unter 6.000 fallen. Das ist das bärische Szenario. Wie gesagt, das bullische habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Aufwärtstrendkanal bleibt intakt. DAX dreht spätestens bei 7.500 Punkten wieder nach oben und steigt dann direkt auf neue Allzeithochs. Ich halte dieses Szenario für wesentlich wahrscheinlicher als das bärische. Rein einfach aus diesem recht stabilen Trendkanal, aus der Konstellation der kleinen Durchschnittslinien heraus und aus der Tatsache heraus, dass die Anlegerstimmung jetzt endlich doch ziemlich stark abkühlt, mittlerweile endlich mal, muss man sagen. Möglich ist dieses bärische Szenario trotzdem, also behalten Sie es im Hinterkopf. Wichtig für die Richtung des Marktes ist natürlich nach wie vor der US-Markt und den schauen wir uns jetzt mal an. Eine Umkehrformation sehe ich ja nicht. Hier sehen wir bisher auch nur eine Konsolidierung im Aufwärtstrend. Allerdings eine, die schon gewisse Schattenseiten hat und die zumindest in den nächsten Tagen weiteres Abwärtspotenzial vermuten lässt. Das ist der Tageschart. Sie sehen S&P 500 gerade auf der 50-Tage-Linie zum zweiten Mal aufgesetzt. Wenn sowas passiert, ist das häufig ein Zeichen von Schwäche. Wenn es nochmal einen Rückfall auf so eine Unterstützung gibt. Ja, der Index jetzt die Chance, heute eine Wende nach oben auszubilden und diese Korrektur direkt abzubrechen, auf neue Hochs zu steigen. Allerdings mit der Schwäche der letzten beiden Tagen ist das eher unwahrscheinlich. Ich denke, wir werden wahrscheinlich heute dann eher einen Durchbruch sehen unter dieser Unterstützung. Und der wird erstmal endgültig sein. Das heißt, wir werden dann eine Etage tiefer fallen in Richtung 1500 Punkte. Das Ganze hier nochmal im Stundenchart. Da sehen Sie, das Unheil hat sich lange angekündigt. Wir hatten hier seit Mitte November übrigens diesen intakten Aufwärtstrendkanal im S&P 500 im Stundenchart. Es gab im März, April diesen unseligen Doppelungsversuch, der über mehrere Wochen lief, dann unvermittelt abgebrochen wurde mit einer Bärenfalle, Anstieg auf neue Allzeithochs. Allerdings nur, um dann doch hier wieder einen Top auszubilden, nach unten durchzubrechen, Aufwärtstrendkanal zu brechen. Dann gab es in der letzten Woche, Ende letzter Woche, diesen Versuch, diese gebrochene Linie zurückzuerobern. Der ist aber in den letzten beiden Tagen kläglichst gescheitert. Und ja, jetzt stehen wir wieder auf dieser Unterstützung und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die jetzt nach unten bricht und wir, wie gesagt, hier diese Zone um die 1500 und tiefer ansteuern. Die Zone hier halte ich für ein sehr, sehr wahrscheinliches Korrekturziel, möglicherweise für das Ende der Korrektur, für den Tiefpunkt. Aber das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist, ob sich dann hier eine Umkehrformation nach oben ausbildet und wo unsere Indikatoren dann stehen. Das Einzige, was momentan richtig Freude macht, ist der Euro. Sie sehen hier dieses Dreieck, der ist schön nach oben ausgebrochen, bewegt sich allerdings verschachtelt in einem größeren Dreieck. Das heißt, bei 1,35 spätestens wird es wieder Widerstand geben. Ich halte den nicht für so unüberwindlich, dass der nicht zu knacken ist. Ich denke, der Euro hat sich es verdient, nochmal bis an diese Abwärtstrendlinie bei 1,41 zu steigen. Das wird nicht ganz so schnell gehen wie in den letzten Wochen. Hier wird es Rückschläge geben. Aber ich denke, diese ganze Aufwärtsbewegung beim Euro, diese letzten Endes ist es ja nur eine Zwischenerholung. Diese Zwischenerholung wird noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate anhalten. Der Dollar-Optimismus ist immer noch zu groß. Erst wenn wir da wieder einen starken Dollar-Pessimismus sehen, und den sehen wir wahrscheinlich spätestens bei 1,41, dann
ist das ganze Währungspaar wieder reif für ein Abkippen nach unten. Was wir jetzt hier momentan sehen, ist übrigens sehr interessant. Das sah ja aus nach einer Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation. Wenn die ausgelöst worden wäre, dann wären wir ganz schnell unter 1,20 gelandet. Es sollte aber nicht sein, diese Bewegung wurde hier direkt abgebrochen. Wenn sowas abgebrochen wird, dann geht es relativ steil und direkt in die andere Richtung. Und deshalb ist das noch ein weiterer Grund, warum ich die 1,41 erwarte in diesem Währungspaar. Wir hatten schon mal so eine ähnliche Bewegung. Sie sehen das hier. Auch hier können Sie so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation annehmen. Auch diese Bewegung wurde direkt abgebrochen. Es ging zunächst sehr steil in die Gegenrichtung, dann haben wir hier eine mehrwöchige Konsolidierung gesehen. Dann ging es nochmal wesentlich steiler hoch bis an diese Abwärtstrendlinie. Ich denke, so ein ähnliches Kursgeschehen werden wir hier auch sehen. Vielleicht Anstieg bis auf 1,35, dann eine Konsolidierung in dem Bereich um diese Trendlinie. Und dann nochmal ein relativ zügiges Hochschießen Richtung 1,41. Das wäre das Szenario für Euro-Dollar. Beim DAX, wie gesagt, 7.500 relativ wahrscheinlich. 6.000 und tiefer nicht auszuschließen, aber auch nicht so wahrscheinlich. S&P 500 Korrekturziel etwa 1.500, vielleicht auch leicht drunter, 1.470 vielleicht. Wenn die 50-Tage-Linie heute brechen sollte und das nicht nur eine kurze Bärenfalle wird. Richten sich also noch auf weitere Korrekturen an den Aktienbörsen ein. Kann auch sein, dass die etwas heftiger werden in den nächsten Tagen. Man muss ja da immer schauen, welche Dummheiten die automatischen Handelssysteme gerade machen und wer da ein Interesse an steigenden oder fallenden Kursen hat. Momentan scheint das Interesse einiger Großanleger an fallenden Kursen höher zu sein. Und das sollte man auch beherzigen. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für diesmal. Bis in die nächste Woche, Ihr Henrik Vogt.